Hallo, Lieben. Ich möchte jetzt noch einen Tag machen, den ich bei Pero gefunden habe, weil ich den einfach passend finde. Und zwar der Wieso, Weshalb, Warum Tag. Frage Nummer 1. Wie kamst du zu deinem YouTube-Usernamen? Ich heiße ja bei YouTube LovelySky27. Ich habe schon seit, wie lange bin ich jetzt im Büchertreff? Ich glaube 5 Jahre oder so. Und da habe ich früher schon immer Lovely gehabt, überall. Also ich dachte so, was kannst du denn in so Literaturforen für einen Namen nehmen? Und irgendwie habe ich dann gedacht, Lovely ist so wunderschöne Bücher. Also es hat mich irgendwie, hat mir für mich da eine Verbindung hergestellt zu Büchern. Und bei YouTube gab es den Namen Lovely wohl schon, soweit ich mich erinnere. Und dann habe ich einfach Lovely mit meinem Hund Sky verbunden. Und das gab es aber wohl auch schon, glaube ich, meine ich. Und dann habe ich halt mein Alter genommen, weil ich zu dem Zeitpunkt 27 war, bin, wie auch immer. Ja, so kam ich dazu. Also Lovely Sky 27, mein wunderschöner Sky. Frage Nummer 2. Wie kamst du dazu, Videos auf YouTube online zu stellen? Ich glaube, das habe ich jetzt schon öfters mal erzählt. Der David hat ja, David Dave Andy 89, glaube ich, hat ja auch einen Kanal und der hat früher ganz, ganz, ganz viele Videos immer gemacht. Ich fand die immer total toll. Hab dadurch auch ganz viele Videos immer geguckt und andere YouTuber entdeckt für mich. Irgendwann meinte er dann, mach doch auch mal Videos, hat versucht, mich zu überreden. Ich habe mich immer gesträubt. Dann habe ich die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier gelesen und dachte, ach, dazu musst du was sagen. Und dann war Weihnachten und ich dachte, ach, versuch's das einfach mal. Entweder lädst du es hoch oder halt eben nicht. Ja, und das war dann so mein Einstieg. Ich habe dann gemerkt, dass mir das Spaß macht, über Bücher zu reden, also per Videoaufnahme-Dings. Und nicht nur zu schreiben und dass es einfach eine tolle Community ist. Und deswegen, ja, habe ich weitergemacht. Drittens, wie viele Videos drehst du pro Woche? Ja, da es so unterschiedlich bei mir ist. Meistens drehe ich, so wie heute, ich habe jetzt gleich das fünfte Video gedreht und meistens drehe ich dann mehrere am Stück, weil ich die ja noch bearbeiten muss und dann lade ich die nach und nach hoch. Also manchmal kann es sein, dass ich auch 1, 2 Wochen gar kein Video drehe, weil ich einfach keine Zeit dazu habe oder ja. Ich bin ja auch nicht so eine schnelle Leserin. Ich weiß manchmal nicht, was ich euch erzählen soll, groß. Deswegen ist das ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich versuche immer wöchentlich, dass ich wenigstens 1, 2 Videos drehe. Versuche ich. Es haut aber irgendwie nicht ganz hin. Viertens, drehst du deine Videos spontan oder planst du sie? Spontan. Wie ihr, glaube ich, auch schon gemerkt habt, ist bei mir auch alles immer sehr chaotisch, durcheinander und meistens habe ich mir auch nicht großartig was überlegt. Ich bin nicht so ein Typ von das und das und das musst du jetzt erzählen. Ich denke vorher, okay, dann das und das ist wichtig. Meistens vergesse ich es dann aber. Aber ich bin eher so, dass ich mir das Buch schnappe, euch in die Kamera halte und sage, das ist toll. Also ich versuche dann, das Beste draus zu machen. Und ich, ja, also alles sehr spontan, chaotisch, durcheinander. So halt. Fünftens, wie lange drehst du schon Videos? Jetzt bald ein Jahr. Ich glaube, wann habe ich denn mein erstes Video hochgeladen? Dieses Jahr im Januar. Ich habe die zwischen Weihnachten und Neujahr gelesen. Ich glaube, es war kurz nach dem 1.1. oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber seit Januar 2011 drehe ich Videos. Also bald ein Jahr. Juhu, ich hatte ja nicht gedacht, dass ich so lange durchhalte. Wow, schreit ja bald nach einem Gewinnspiel. So, das war der Tag, der Wieso, Weshalb, Warum Tag. Und ich würde jemanden gerne taggen. Und zwar die Janine. Weil mich einfach die Fragen bei dir sehr interessieren würden, was du dazu sagst, liebe Janine. Ansonsten bitte alle mitmachen. Ich weiß, der Tag ist schon älter und so, aber ich fand einfach, das ist ein Tag, der nie ausstirbt, den auch neue YouTuber immer mal wieder machen können. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.